fehlerhafte Nachricht. Hallo? Hey! Oh Mann! Wie oft habe ich dir gesagt, dass die Funkgeräte nicht ausgeschaltet werden dürfen? Du bist echt unglaublich! Wie soll ich dich denn jetzt erreichen? Typisch, Frau! Hättest nur mitkommen müssen. Dann wären wir jetzt schon wieder zu Hause. Hauptsache, du konntest deinen Dickkopf wieder durchsetzen. Es dauert noch, bis ich wieder zurück bin. Hoffentlich erreicht dich die Nachricht, bevor du wieder irgendeinen Blödsinn anstellst. Da war einer gut gelohnt. Ist das der Einzige hier? Ha! Nicht runterfallen. Das Problem ist, die können glaube ich auch fliegen, ne? Warte mal, ich versuche mal, ich guck mal, was kann der denn so? Kampfkoloss, boah, der hat 3 Totenköpfe. Und da unten ist ein Schleimdrakon. Da habe ich gesehen. Ich kenne den Ort hier. Hier habe ich mal Alps vertrieben im ersten Teil. Aber ich weiß nicht, was der jetzt hier beschützt. Und warum er hier was beschützt. Also auf alle Fälle eigentlich an dem vorbei. Ne? Da kann ich hoch. Das Gebiet hier ist noch ein bisschen zu aggro. Richtung Sicherheit gehen. Wird ja auch schon dunkel, ne? Wird langsam Zeit für ein Nickerchen. Weil jetzt sind wir in Tavar. Dann steht die nächste Quatschrunde an. Yay. Also ich habe definitiv das Gefühl, wir machen Fortschritte. Wir leveln relativ gut durch. Wobei ich aber weniger ein gutes Gefühl habe. Wir treffen ständig auf starke Gegner. Das ist nicht so geil. So, wer denn hier was zu vermelden, wenn ich mal fragen darf? Muss mal den Teleporter klar machen. Keine Ahnung, ob Ragnar noch lebt. Aber da er... Oder Thorald. Wurde gerade gekämpft. Verbannen die immer noch Leute? Reißzahn. Schon wieder ein Special. Seeheul, Jungs. Kann ich bestimmt noch nicht benutzen. Kann ich doch. 29. Zu 22. Okay. Die lege ich mir mal auf die 5. Weil die mit Bolzen läuft. 90 Stück. Reißzahn. Schreckliche Wunden, also macht wahrscheinlich Blutdruckschaden. Würde ich behaupten. Wow. Was kämpfen die denn? Jetzt ging gar nichts mehr. Händlerleibwächter müsste man bei sich haben. Aber die Berserker haben das hier aber nicht gut unter Kontrolle. Da drüben die Hütte. Die interessiert mich tatsächlich etwas mehr als Tavar gerade. Mich interessiert eigentlich alles hier ziemlich heftig sogar. Da oben ist auch wieder ein Feuer. Da steht einer rum. Okay, die Berserker kommen anscheinend noch ein bisschen runter. Das darf ich nicht aufmachen. Okay, ich kann mir jetzt nichts weg. Wenn ich jetzt gleich wieder verknackt werde. Caleb. Du kommst gerade richtig.
Gestatten, Caleb, Händler deines Vertrauens. Greif zu, solange der Vorrat reicht. Warum handelst du nicht im Vor? Das habe ich den Wachen zu verdanken. Ich komme aus der Kraterstadt und das schmeckt ihnen nicht. Immerhin haben sie mir erlaubt, hier mein Zeug unter die Leute zu bringen. Und, wie laufen die Geschäfte? Leider ist es so, dass mein Kundenstamm begrenzt ist. Hauptsächlich kaufen bei mir die armen Schweine ein, die auf den Feldern schuften. Problem ist nur, dass die kaum einen Splitter in der Tasche haben. Und die Wachen decken ihren Bedarf im Vor ein. Sobald die Kasse halbwegs stimmt, ziehe ich ab. Eine goldene Zukunft sehe ich hier für mich nicht. Was hast du im Angebot? In meinem Sortiment findest du Waren aus aller Welt. Und das Beste an der Sache sind meine Preise. Weißt du auch warum? Du gibst mir einen Rabatt? Willst du mich ruinieren? Ich biete mein Zeug zum handelsüblichen Marktwert an. Kein Nachlass, kein Bonus, kein gar nichts. Ich dachte, deine Preise sind die besten. Das hast du falsch verstanden. Der Vorteil ist, dass sie stabil sind. Ich ziehe niemanden über den Tisch. Nebenbei bemerkt, würde nur ein vollkommener Trottel in meiner Situation behaupten, er könne dir Sonderkonditionen einräumen. Und jetzt sag selbst, sehe ich aus wie ein Trottel? Naja. Ja. Ich sollte aufhören, diese Frage zu stellen. Du bist schon der Dritte, der so antwortet. Egal. Jetzt habe ich mich völlig verrannt. Wenn du dir mein Sortiment ansehen willst, gib Bescheid. Ja, jetzt, Mann. Was meinst du, wo ich da bin? Zeig mir deine Ware. Selbstverständlich. Sieh schon da, so was hast du dabei, du Lumpen. 54. Ist so stark wie unsere Waffe? Ja. Nur ohne Gift. Brauchen wir also nicht. 43. Ja, oben. Ich habe wieder wie üblich kein Geld. Ich rüste mir mal langsam schön. 960. Gewöhnliches Rebellenhemd. Einfaches Rebellenhemd. Das wäre eigentlich mal ganz nice. 960 kostet das. Dann verkaufe ich doch einmal von dem hier. Und einen von dem. Den habe ich ausgerüstet. Ne, den habe ich ausgerüstet. 22. Den kann ich noch nicht tragen. Eventuell doch jetzt vielleicht. So, wie ich den habe. Ja, weiß ich nicht. Der ist besser, ne? So, die kann weg. Sinnvolle Tränke haben wir nicht gefunden bis jetzt. Wieder. Rezepte. Umbertrophäen. Ich bin einfach müde. Ist schon spät. So, Lieder. Jetzt mal abledern hier. Das können weg, das können weg, das können weg. 440 Zigaretten schon wieder, ey. Krasser Scheiß. Wertsache, Wertsache. Aufzeichnung, Wertsache. So, 24, dann nehme ich die. Entschuldigung. Pfeil und Bolzen. 2 mal 200 sind 400, ne? Und das hier. 500. Und dann bin ich auch schon wieder pleite, ne? Sonst irgendwas, was ich brauche? Oh, Jetpack. Ja, das muss ich leider mitnehmen. Okay. Ich würde gerne handeln. Okay, danke, tschüss. Eine Sache noch, bevor du abhaust. Na what? Denk an mich, wenn du mal wieder in der Gegend bist. Ich kann deine Splitter besser gebrauchen als die verwöhnten Typen da oben. Yeah. Also, mach's gut. Alright, good boy. Good boy, guten Einkauf. So. Wow.
Jetzt sehen wir richtig krass aus. Also richtig krass. So, Munition haben wir auch gekauft. Sehr schön. Komisches Schild hätten wir verkaufen können. So, wir müssen die Waffe entsockeln und die Waffe dann sockeln, ne? Sockel, sockel, sockel. Kann man eigentlich stacken, wenn ich hier drei grüne drein mache? Wir haben noch zwei Attributspunkte. Das weiß ich nur nicht. Können wir da irgendwas gebrauchen? Dafür brauchen wir vier. Nein. Nein, 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 nein. Geschicklichkeit. Bessere, selbst die kompliziertesten Waffen. Das dauert auch noch. Dafür brauchen wir auch vier Punkte. Das Klauen muss nicht sein. Das hier müsste ich voll leer, ne? Oh, Entschuldigung. Gerissenheit und Intelligenz. Schüler, Lehrer sind billiger. Ja. Schlangenzunge. Ja. Schlossexperte. Geil. 75 Geschicklichkeit. Krass. Gerissenheit. Intelligenz. Das sind nur zwei Punkte. Ne? Das dauert noch ein bisschen, bis wir soweit sind. Erhöht deinen Ertrag. Habe ich schon. Das hier wäre auch nochmal sich sinnvoll. Ich weiß jetzt nicht. 54 nicht aufwertbar. 68, 68. 101 Stärke. Sonst noch irgendwelche Fähigkeiten, Chemie können wir schon. Hacken wäre noch sinnvoll. Intelligenz und Gerissenheit. Kostet aber schon zwei Punkte. Stufe 30 kostet es wieder zwei Punkte. Das ist so kacke. Das finde ich wirklich kacke. Machen wir so. Zack. Haben wir das auch. Und jetzt sehen wir so aus. Hurra. So, ich wollte wohin? Ey, du! Ey, darf ich dich mal kurz stören? Olaf. Was willst du? Ich hocke hier schon seit einer Ewigkeit. In der Nähe ist ein verdammtes Rattennest. Die Biester sind immer hungrig und bedrohen die Arbeit auf unseren Feldern. Und ich darf die Scheiße jetzt ausbaden. Bevor die Pestratten nicht erledigt sind, darf ich nicht nach Hause. Das ist Olaf. Und das ist Olaf. Woher kommen die Ratten? Die suhlen sich da hinten in dem Matschloch. Also immer der Nase nach. Warum kümmerst du dich nicht selbst um die Ratten? Pass auf, die Ratten und ich hatten keinen guten Start. Wir haben eine gemeinsame dunkle Vergangenheit. Aber du siehst so aus, als ob dir sowas nichts ausmachen würde. Kannst du dich nicht um die Ratten kümmern? Ich werde dich auch bezahlen. Erzähl mir mehr über deine Vergangenheit mit den Ratten. Na gut, wenn es unbedingt sein muss. Ich war nicht immer Berserker, weißt du? Vor vielen Jahren habe ich mich als Outlaw durchgeschlagen. Aber unsere Baracken waren nicht wirklich dicht. Jede Nacht kamen die Viecher, um sich in meinem Schlafsack aufzuwärmen. Einfach ekelhaft. Ich glaube, ich möchte nicht weiter drüber sprechen. Verstehe. Herr Jax, ich
glaube, du verstehst nicht. Aber ich befürchte, ich verstehe. Na gut, dann kümmere ich mich um deine Pestratten. Du ahnst nicht, wie sehr du mir damit hilfst. Zeig den Viechern, wo der Hammer hängt. Den Hammer habe ich in der Hand. Ich bin so müde. Oh, Entschuldigung. Was war da hin für ein Scheiß? Ach, die Setzlinge. Oh, Fleisch. Du solltest das lieber bleiben lassen. Ja, das höre ich öfters. Macht er nicht. Wenn sich das jeder erlauben würde. Ja, dann hätte ich bald nichts mehr. Ich hab kein Bier. Wäre ich lecker hier noch. Oh, was ist denn hier? Feuerwaffentisch. Tresor. Ich speichere und dann hacke ich den. Hoffe ich. Du solltest das lieber bleiben lassen. Nee. Jetzt ist es schon richtig so, was ich hier mache. Okay, größer, kleiner. Also, 2, 4, 6, 1. 4, 2 und 1 ist richtig. Größer als 2, 5 und 7. 7 ist auch richtig, geil. Und dann bleibt ja noch 3. Geht doch. Ich glaube, das war jetzt auch ein Verbrechen, ne? Was ist denn das? Honig. Weil ich das gehackt habe, ne? Ach, die Berserker. Die sieht aus wie ein Goliath. Nur ein bisschen anders. Ich bewundere die Errungenschaften der Berserker. Obwohl sie kaum technisches Verständnis haben, konnten sie ein Verfahren entwickeln, die negativen Eigenschaften des Elex zu revidieren. Warum sagst du nichts? Ich habe einen Kommentar von dir erwartet. Tut mir leid, ich war gerade abgelenkt. Begrenzte Aufnahmekapazität, verstehe. Vorsicht, Banditen. Verstaut eure Wertsachen. Seit geraumer Zeit hat sich eine Gruppe Banditen in der Nähe des Forts breit gemacht und es sind bereits Sachen entwendet worden. Das Problem wird von unseren Wachen alsbald gelöst. Bis es soweit ist, gilt es, die Augen offen zu halten. Vor Alleingängen ist ausdrücklich abzusehen. Sollte das Beutegut dennoch in Umlauf geraten, ist es bei Gardar am Tor abzuliefern. Fenris. Wacht auf! Oh Gott. Der Duke ist gefallen, das Fort ist gefallen, die Outlaws sind gefallen, die Berserker beherrschen Magalan. Das alles sind Lügen. Kommt in den Krater, schließt euch dem neuen Duke an. Wir werden ihnen zeigen, was wahre Freiheit bedeutet. Ihr habt Informationen, ihr habt Waffen. Wir bezahlen euch für alles, was ihr uns bringt. Die Outlaws werden wieder auferstehen. Baxter, Duke von Arteris. Jetzt lernen wir auch mal den Baxter kennen, ne? Alle neuen Setzer haben darauf zu achten, dass die Setzlinge regelmäßig mit Mana versorgt werden. Sofern die vorgesehene Größe noch nicht erreicht ist, werden sie auf keinen Fall von den Feldern genommen. Thorhild. Was ist die Frau von Thorhild? Ganz schön groß hier bei euch. Das ist nur ein Schatten, okay. Lord, aber ekelig. Was habe ich mit dem Hyopai aus dem ersten Teil, der die Scheiße hier gesoffen hat? Da ist ja auch irgendwie, ich habe dem gesagt, der soll mir was abgeben, aber das ist ja nie passiert. Was ist jetzt? Bist du bereit? Weiß nicht. Meinst du, die paar Büchsen und Wasserschläuche reichen? Natürlich, den Rest kriegen wir unterwegs. Und wenn man uns nachstellt? Das tut schon keiner. Jetzt komm schon, der Krater wartet. Oh Mann. Na dann, los. Oh, wir werden ausgekundschaftet.